Wir haben jetzt eine kleine Map-Vorstellung und zwar von NKB Modding. Eine Map und zwar Morruim. Und ja, die scheint sehr interessant zu sein. Ich habe es gerade eben runtergeladen, habe ein bisschen reingelesen, was die Map so hat. Aber fangen wir doch von vorne an. Hier, willkommen in Morruim. Dieses, wie der Name schon sagt, moorige Gebiet liegt in der niedersächsischen Wassermark. Im Laufe der Zeit immer wieder neue Gräben, Gruppen und Siedeln angelegt. Diese finden sich natürlich auch in der Map wieder, also Vorsicht. Der Ackerbau ist in Morruim nur bedingt möglich, daher wird auch hauptsächlich Viehhaltung betrieben. Die saftigen grünen Wiesen dienen dabei als Weideland oder sie werden als Futterlieferant genutzt. Um eine gewisse Vielseitigkeit für den Spieler zu erreichen, wurde die Map so optisch sowie in ihrem Aufbau nur an Morruim angelehnt. Und stellt keine originalgetreue Nachbau dar. Ja, man muss es wissen. Also nur angelehnt und nicht originaler Nachbau. Die Map wurde von mir, Deutz Freak WSM, frei erfunden und erdacht. Ich bedanke mich beim NKB Modding Team für ihre tatkräftige Unterstützung beim Testen und Fehler korrigieren. Besonderer Dank geht an alle, deren Modelle, Texturen und Skripte ich verbauen durfte. Insbesondere an Brösel, Mutterbub, Jopi und Kleine Farm. So, und da schauen wir doch jetzt gleich mal rein. Da sind wir schon auf dem Hof. Ups, was ist da los? Hallo? Ah, jetzt. Ach, ein schönes, schnuckeliges Ziegelhäuschen. Voll cool. So, aber bevor es losgeht, natürlich die Map auf. Und hier sehen wir alles schön. Oh, schaut sogar aus, wie wenn die Felder schön oder stellenweise sogar ganz gut helferfreundlich sind. Obwohl, denke ich nicht, weil ja da die Entwässerungsdinger innen drin sind. Naja, müssen wir uns genau anschauen. Auf alle Fälle riesengroß. So, was bietet die Map? Wahrscheinlich auf meinen Laptop schauen. Dies ist die Morruim Map. Eine Map, die an das Flachland nördlich von Oldenburg, NDS, angelehnt ist. Dem LS 15 angepasst gibt es hier nicht nur Weideland und Maisacker, sondern alle Standardfrüchte. Super, also alle Standardfrüchte sind vorhanden. So, ein paar Fakten. 102 kaufbare Felder. Ein Hof, Forsthof, BGA, BHKW, 3 Landhandel, ein Shop, 2 Dörfer, 2 Forstgebiete. Forstgebiete ist natürlich sehr schön. Bahnhof, neue Layer, eigens angefertigte Objekte, also die haben selber Objekte gebaut. Chopets Trau ist mit eingebaut, Mixfeeder mit eingebaut, GMK ist mit eingebaut. Benötigt werden folgende Mods und den Gillemist Kite Mod, Mixfeeder Mod, Chopets Trau und Map Animation Trigger. Genau, so, da müssen wir da schon mal Bescheid. So, aber jetzt schauen wir uns die Map erstmal an. So, hier haben wir ein Carport. Oh, ein riesen Grillplatz. Hey, das ist ja cool. Da kann man einen eigenen Gemüsegarten betreiben. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn da alles? Hier geht's raus auf die Straße. Hier ist der Hof. Mit richtig schönen Feldwegern. Unebenen Feldwegen. Voll cool. Das dürfte eigenes Objekt sein, oder? So, machen wir auf hier. Weil die Farbe kenne ich noch gar nicht. Hier sind die ersten Maschinen drin. Was haben wir als Standard? Hier Mais, Häcksler, dann Zeder und die Saatmaschine. Was haben wir denn noch? Ein Traktor haben wir auch da. Hier nehme ich mal an, ist der Mist. Haufen, Platz für Misthaufen. Dann haben wir hier auch noch mal eine Halle. Also Unterstellmöglichkeiten sind sehr viele da. Ah ne, hier ist das Lager. Cool. Also quasi Raps, Weizen, Mais und Gerste. Die Gerste darf natürlich nicht fehlen. Standardfrüchte sind ja verbaut. Und dann, was haben wir hier? Das dürfte der Stall sein, wenn mich nicht alles täuscht. Jo, und da haben wir auch einen Traktor drin stehen. Dann kann man hier gleich mal aufmachen, dieses Tor. Weil wir natürlich jetzt dann erstmal fahren. Also ich habe das Gefühl, die Map sieht gut aus, aber ich habe immer so kurze Einbrüche, wo es runter, FPS runter geht auf 20, aber dann geht es gleich wieder hoch auf 40, 45. Naja, passt aber. Also man hat einen sehr schönen Fuhrhof.
kann mir gut vorstellen, das gleich von Anfang an als Multiplay zu nutzen. Notstromaggregat. Nee, oder? Doch, müsste eins sein. Oder? Ja. Bazi, gib Ruhe. So. Aber wir sind ja nicht da, um uns nur den Hof anzuschauen, der was meiner Meinung nach richtig gut ist und auch gut bestückt mit schönen Fahrzeugen von Anfang hier. Kuhstall, Mixfeeder da vorne, dass ihr den auch seht. Bazi, gibst du Ruhe? So. Aber jetzt fahren wir erstmal. Ach nee, ich hab den Ding schon wieder dran. Alter Schwede. Dam, dam. Muss den jetzt unbedingt mal rausmachen. Vergiss ich jedes Mal. So, dann schauen wir uns die Map mal an. Fahren wir jetzt einfach mal raus hier. Und fahren einfach mal bisschen rum. Bazi. Gibst du Ruhe? Mann. Bin gleich wieder da. Ich muss mal nach meine Vögel schauen. So, und da ist er wieder. Sorry. Aber ab und zu spinnen sie halt eben. Vögel halt. Aber trotzdem. So, jetzt schauen wir uns mal die Felder an. Also alles schön groß, auf alle Fälle. Für Multiplayer gut geeignet. Ja. Welche Felder gehört uns schon? Die 44 gehört uns. Das ist so gleich da hinten. Können wir uns gleich mal anschauen. Vielleicht ist da schon was drauf gepflanzt. Ja, da haben wir Weizen, glaube ich. Weizen oder Gerste? Gerste. Aha. Ei. Kann man dann aufmachen und dann hier runterfahren, weil sonst landet man nämlich hier in irgendwie so einem Wassersumpf. Das ist nicht gut. Schauen wir gleich mal. Wo geht's hier hin? Zum Garten- und Eifock-Getreidehandel. Schauen wir uns das gleich mal an. Dann sehen wir nämlich auch ein bisschen was von der Map. Windkraftrad. Feldwege da hinten. Da ist das Tor schon auf. Ah, ne. Ei, schaut so schön aus. Wasser auf alle Fälle ist cool. Ups, und da habe ich mich, glaube ich, jetzt schon verfahren. Was heißt verfahren? Eigentlich nicht. Ich muss den richtigen Weg wieder finden. Ja, sind wir schon richtig. Hätten wir über die Felder fahren können, aber naja, so sehen wir ein bisschen was. Auf alle Fälle sieht es hier sehr cool aus. Alles schön eben. Hat was. Wobei ich eher der Alpenfreund bin, also mehr bergig und hügelig. Aber hat trotzdem was. Was Cooles. Und es gibt ja hier in Deutschland, wir haben ja das Glück, dass wir eigentlich alles haben. Von flach bis hügelig bis bergig. Zum Beispiel im Allgäu und so weiter bei uns, da ist wenig mit Ackerbau und so. Oder eigentlich schon noch, aber je weiter man in die Berge kommt, ist mehr dann mit Viehhaltung. Weil einfach das Gebiet dann die große Ackerfläche nicht mehr hergibt, so wie jetzt hier. Aber da steht wenig auf Acker, da ist ja viel auf Acker. Aber auch natürlich schöne Wiesen. Muss man schon sagen. Nehmen wir an, da drüben ist die Grenze von der Map, ja, und da stehen dann Bäume. So, was haben wir hier? Das müsste. Runter. Holzschnitzel, oder? Ja. Also hier kann man Holzschnitzel abliefern. Oder einlagern erstmal. Bevor man es im Heizkraftwerk braucht. Genau weiß ich das jetzt auch nicht. Müssen wir einfach mal zocken, die Map. Aber ich stelle es ja eigentlich jetzt nur vor. Ja, in letzter Zeit sind echt viele Maps rauskommen. Wo man jetzt momentan nicht weiß, was man zocken soll.
Da drüben wieder Unterstände. Wald, da wachsen die Bäume sogar noch. Gartencenter haben wir hier. Also wirklich schön. Und wieder mal eine Map, wo nicht alles so verbaut ist, wie mit Rinder- und Schweinemast und so, sondern einfach nur schön auf Standard. Hier ein Maisfeld. Aber 100 und wie viele Felder habe ich gesagt? 104, warte, schauen wir mal. 102 kaufbare Felder. Wie viel haben wir eigentlich am Anfang schon? 1 und 14 die Wiese und 30, also 44 haben wir und 30 haben wir. Ja, da kann man schon einiges machen. Jetzt fahren wir Richtung Edeka. Sogar ein Sportplatz mit eingebaut. Und ein schöner Park, so wie ich das sehe. Hier Wald, besser gesagt. Da oben Waldgebiet bei Feld 96. Und hier unten jetzt, wo wir jetzt sind, da können wir durchfahren, glaube ich. Ja. Hat was. Sehr schön, sehr schön. Jetzt muss ich wieder auf Straße. Ja, und da hängt er drin. Ich hab's. Alter, nee, oder? Warum passiert mir das? Warum passiert mir das an einem, immer an einer Vorstellung? Immer dann. Eieieiei. Alter, Gott sei Dank haben wir eine super Funktion. Die Funktion nennt sich Fahrzeuge zurücksetzen. Depp. Hey, soll ich das Fahrzeug zurücksetzen? Aussteigen. So, dann schauen wir mal, wo ist er denn? Traktor brauchen wir, genau. So, Fahrzeuggerät zurücksetzen, jawohl. Gut, dann haben wir es wieder. So. Ja. Nimm mal den gleich. Alter Schwede. So, wir haben jetzt diesen Teil angeschaut. Dann würde ich doch sagen, schauen wir gleich mal auf der anderen Seite noch rum. Es ist halt immer das Problem, ich versuche immer so 15, 20 Minuten meine Map-Vorstellung zu machen. Da kriegt man natürlich nicht allzu viel hin. Das ist es ja. Und dann, wenn dann so ein kleiner Fehler passiert, ist gleich noch eine Minute im Argen. Also das heißt, mit Helfer arbeiten wird schwer sein. Aber für Multiplayer ist die Map eh super. Hier haben wir die Wiese. So, Biomasseheizwerk ist da oben. Da fahren wir jetzt noch hin. Dann Güterbahnhof, denke ich mal, ist eh der gleiche. BGA können wir da noch kurz hochfahren. Und den Rest könnt ihr euch ja dann selber anschauen. Auf jeden Fall, ich setze euch die Seite von NKB Modding rein. Die Verlinkung zu dem Mod. Und dann könnt ihr es euch dort runterladen. Also die gibt es jetzt nicht bei Modhoster, sondern NKB Modding. Ich habe die über Facebook, weil dort habe ich sie auf gefällt mir, glaube ich. Und deswegen habe ich die Meldung bekommen. So, da haben wir jetzt das Heizwerk. Kann man auch einlagern vorher. Das ist gut, da kann man jede Menge einlagern und dann, wenn man es braucht, kann man es verheizen. Also Radlader, voll cool. Sogar zwei Einlagerungsding, das ist natürlich perfekt. Super. Also kann man Forstwirtschaft betreiben, bis einem schlecht wird.
So. Dann fahren wir jetzt noch hier hoch. BGA finde ich immer sehr interessant. Und links und rechts immer aufpassen von der Straße, da ist das Bächlein. Aber wird ja auch hingewiesen. Ich hab's ja vorgelesen. Aber nö, trotzdem rennt er rein. Naja, so ist das. Da vorne sehen wir schon die Biogas. Oh, wie groß ist die denn? Oh ja. Die ist wirklich groß. Ah ne, das ist nur so ein Schallschutz. Von der Bahn. Die Bahn. Und das ist auch gut so, gerade im Multiplayer, wenn sowieso immer alle meine Kreuzung querfahren zu müssen. Hier werden sie gebremst anhand der Bäche und kleinen Flüsse, Bäche und so weiter, Rinnsale, weil da muss man schauen, dass man auf der Straße bleibt. Cool. So, was haben wir jetzt da? Biogasanlage. Weiß nicht, eine Ding, die mich einfach irgendwie fasziniert. Aus Silage Strom erzeugen. Und das ist schon irgendwie... Gas erzeugen. Und das ist das, was mich irgendwo... Ja, fasziniert. In dem Ganzen. Hier... Naja. Das ist wieder das, was mir nicht so gefällt. Ach, das ist cool. Das Schild, das liegt da noch geil fertig dran. Einfach nur am Boden. Cool. Aber... Ja, da braucht man immer den großen Radlader. Der Rampe vielleicht noch hin, aber es gibt einen Mod dafür. Wow, zwei große Silagebehälter. Dann hier unten die Unterstände, wo wir viel Platz haben. Und natürlich dann auch eine Tanke dabei, dass man tanken kann. Also doch, die sieht schon cool aus, die Map. Alles flach. Naja, mal schauen, ob ich da auch mal zwei, drei Videos davon mache, um euch mal ein bisschen mehr zu zeigen. Ihr könnt mir sowieso mal in die Kommentare schreiben, was ihr mal sehen wollt, welche Maps ich jetzt wirklich genauer zocken soll und so. Weil der eine will die, der andere will das, ich will gern auf Oldtimer oder mit Fans arbeiten, der andere will, machen wir schon dir oder. Also einfach mal in die Kommentare schreiben. So, das war's hier von der Mori Map von NKB Modding. Vielen Dank, NKB Modding. Kann man da nochmal die Namen alle sehen? Okay, danke an Deutz Freak WSM, danke an NKB Modding Team und danke natürlich an alle, ja, die Skriptmodelle und so weiter zur Verfügung gestellt haben. Darunter Brösel, Madabub, Jopi und Kleine Farm. So, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.